Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrhelder.de. Ich rechne euch eine Aufgabe aus unserem Aufgabenkatalog vor. Es geht um den Beweis, dass wenn ich die Funktion f von x habe, e hoch ax plus b, das n mal ableite, dass genau das hier rauskommt, also dass der Vorfaktor einfach nur a hoch n ist, da recht gleich bleibt. Nun, das machen wir mit folgender Notation. Wir beginnen also mit n gleich 1, der Induktionsanfang. Das heißt, ich muss einfach die erste Abordnung berechnen. Ich muss das hier alles ableiten, e hoch ax plus b abgeleitet, ergibt einfach a mal e hoch ax plus b. A mal e hoch ax plus b. Nun, das stimmt natürlich, a hoch 1 ist a. Die Induktionsannahme als erster Teil unseres Induktionsschrittes, angenommen für ein beliebiges, aber festes n, gilt, genau das hier. F hoch, also die n-te Ableitung von f von x ist a hoch n mal e hoch ax plus b. Dann soll es auch für n plus 1 gelten. Als Behauptung, also f n plus 1 mal abgeleitet von x soll sein a hoch n plus 1 mal e hoch ax plus b. Der Kern, nun der Beweis. Was heißt das einfach? Wir sollen das hier zeigen. Was heißt denn die n plus erste Ableitung? Das ist die erste Ableitung der n-ten Ableitung. Also wollen wir nichts anderes als das hier. Wir wollen die Ableitung zeigen, das ist aber nichts anderes als die Ableitung von f von der n-ten Ableitung. Das kann ich also schreiben als a hoch n e hoch ax plus b abgeleitet. Nun leiten wir das ab durch ein Produkt, aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir leiten einfach nur e hoch ax plus b ab, das heißt, da fällt ein Faktor a wieder hinab. Wir haben also a mal a hoch n mal e ax plus b und das können wir zusammenfassen als a n hoch n plus 1 e ax plus b. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war, der Beweis ist fertig. Es war leichter, ich hoffe, er ging euch auch so leicht von der Hand.